Zagara ist hier, um deinem Willen zu dienen. Wie würdest du die Terraner von dieser Welt vertreiben, Zagara? Ich würde ihre Festung auf dem Plateau der Verwegenen auslöschen. Doch der einzige Weg dorthin führt durch den Knochengraben. Die Terraner haben unsere Tunnel mit Lava geflutet. Bis wir das Plateau erreichen, werden wir auf der Oberfläche entblößt sein. Unwichtig. Warfield hat keine Ahnung, gegen wen er in den Kampf zieht. Aber was ist mit dem Zelnaga-Artefakt? Ist es vielleicht noch im Besitz der Terraner? Vielleicht, aber es ist nicht hier auf Char. Es stellt keine Gefahr für uns dar. Und hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist der Andi, aka Ferrari, und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Gut, und wir wurden ja jetzt schön von dieser kleinen Intro-Sequenz eingeleitet und begrüßt und haben jetzt hier viele neue Gespräche, denen wir dann auch lauschen werden. Wir fangen an mit die Hacker. Die Terraner, können sie keine Essenz sammeln? Nein. Sie werden vergehen. Sie sind gefährlicher, als du glaubst. Ich werde ihre Essenz kosten. Das wird mir alles verraten. Dann mit Zagara. Weißt du, warum ich dich in der Schlacht besiegt habe? Du warst stärker als ich. Nein. Dann schneller. Nein. Spiel nicht mit mir, meine Königin. Verrat mir dein Geheimnis. Sprich mit Arbatur in der Evolutionsgrube. Er wird es mir sagen. Er wird dich weiterentwickeln. Geh. Oh, jetzt ist sie weg. Gut, sprechen wir mit Isha. Hier gab es einmal Milliarden von Zerg. Was ist passiert? Du hattest den Schwarm zerstreut, um nach den Teilen eines Xel'Naga-Artefaktes zu suchen. Aber als die Terraner mit genau diesem Artefakt hier eintrafen, hast du jede Brut in Reichweite zur Verteidigung zurückgerufen. Ich verstehe. Aber was ist mit denen, die noch immer tief im All waren? Sie verwilderten. Sie griffen einander an. Millionen von ihnen sind umgekommen. Das wird nicht noch einmal geschehen. Wollen wir hoffen. So, jetzt sprechen wir mit Warfields Festung. Und jetzt zu dir, Warfield. Das Zurückerobern dieser Welt wird eurem Imperator eine Warnung sein. Ja, hoffe ich aber auch. Ab zur Evolutionsgrube. Berstling-Mutation verfügbar. Die können wir uns ja gerade mal anschauen. Ätzende Säure fügt dem Hauptziel um 100% erhöhten Schaden zu. Die Höhe des Lächenschadens bleibt unverändert. Schaden von Berstlingsäure unzufriedenstellend. Möglichkeit für Verbesserung. Gallkomposition kann verändert werden. Benötigt Mutation Produktionszellen im Membran von Säuregefäßen. Würde Potenz der Säure verdoppeln, dem Ziel schweren Schaden zu fügen. Oder Überdruck. Flächenschaden um 50% erhöht. Momentan Membranspannung der Säuregefäße zu gering. Man kann Membranen neu strukturieren, verdichten, ermöglicht erhöhtes Volumen von Säuregefäßen. Verbessert Säureverbreitung bei Detonation, verringert Wahrscheinlichkeit, dass Gegner Explosion überlebt. Das hört sich auch ganz gut an. Regenerative Säure. Zusätzlich zu normalen Schaden heilen Berstlingsexplosionen in der Nähe befindliche verbündete Einheiten und Strukturen. Entdeckung, erfolgreiche Mutation der Säuregalle von Berstling versetzt mit Wundheilungseigenschaft aus Transfusion von Schwarmkönigin. Bei Explosion löst Säure tote Gewebe von verletzten Zerg im Detonationsradius auf, ermöglicht schnelle Regeneration verwundeter Zerg. Ach komm, ich nehme mehr Damage. Gut, sprechen wir mit Abatur. Von den Veränderungen, die du an Zagara vorgenommen hast. Brutmuttervorlage ermöglichte bereits Lösung komplexer Probleme. Lernen, Kontrolle über Brut, viele Schwerpunkte.
Jetzt Muskeldichte hinzugefügt, Hirnmasse erweitert. Kann nun mehrere Szenarien erwägen. Kognitive Flexibilität. Vielleicht sollte ich das mit allen zukünftigen Brutmüttern machen. Erweiterte Hirnmasse für Brutmutterrolle im Schwarm nutzlos. Zusätzliche Masse benötigt zusätzliche Energie. Führt auch zu erhöhter Unabhängigkeit. Widerspricht Direktive. Zerg darf keine Gefahr für Anführerin von Schwarm darstellen. Die Zeiten ändern sich. Ich will, dass meine Diener so gefährlich sind wie nur möglich. Gut, gut, gut. Zurück und let's go Mission. Um das Plateau der Verwegenen zu erreichen, müssen wir mit dem Schwarm durch den Knochen graben. Die Terraner werden uns mit allem angreifen, was sie haben. Ja, da sollen sie kommen. Let's go. Der Knochengraben. Dies ist der einzige Weg zur terranischen Festung. Ich habe schon einmal versucht, meine Brut hier durchzubringen. Die Terraner haben daraufhin ihre Gorgonenkreuzer herbeigerufen. Sie haben uns immer und immer wieder bombardiert. Meine Brut blutete und starb. Genau wie die Hoffnung, die Terraner von Char zu vertreiben. Warte mal, da sind Terrornester. Sie könnten einen Gorgonenkreuzer abschießen. Wir müssen sie nur wieder erwecken. Meine Königin, wir sollten einfach durch den Graben rennen und keine Zeit mit dem Kampf gegen die Gorgonenkreuzer verschwenden. Wenn wir die Terraner überraschen, schaffen wir es mit akzeptablen Verlusten hindurch. Und wenn nicht, stirbt der Schwarm. Du musst noch eine Sicht für die Dinge entwickeln, Zagara. Planung, Berechnung, Scharfsinn. Wir können diesen Kriechertumor benutzen, um einen weiteren Kriechertumor neben dem Terrornest zu erschaffen. Sobald es erwacht, ist Warfields Gorgonenkreuzer Geschichte. Okay, let's go. Dann machen wir das jetzt direkt auch mal. Oh, das dauert eine Zeit. Gut, dann baue ich ein paar Zirkel. Nein, Thron. Eigentlich ja Thron. Einen Gorgonenkreuzer angefordert. Er ist unterwegs zu unserem Schwarmcluster. Das Raumschiff ist riesig. Kein Wunder, dass Warfield nicht zwei gleichzeitig in den Knochengraben entsenden kann. Er braucht nur eines. Oh mein Gott. Der Kriecher. Okay, das ist schon ein Monstrum. Erwache! Vernichte den Kreuzer! Dies ist der Anfang vom Ende, Warfield. Das Terrornest hat seine gesamte Lebenskraft verbraucht, um den Gorgonenkreuzer auszuschalten. Wir haben noch mehr. Schnell, weitet Kriecher bis zum nächsten Nest aus. Was oh mein Gott. Dies? Gut, dann brauchen wir erstmal die Truppen hier. Wir setzen das auf Steuerung 1, bauen noch mal ein paar Truppen. Nehmen unsere Armee und... Mach erstmal so. Brauchbare Stränge in Zerg-Biomasse entdeckt. Wertvolle Sequenzen. Beschaffen. Wird Königin der Klingen verbessert. Wir kennen keine Grenzen. Menksk wird leiden. Die Eroberung geht weiter. Was gibt's denn hier? Okay, das Ding sollen wir uns holen. Was ist es, die? Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf. Wir sind ja jetzt sofort da neuerdings durch das Overlord-Update. Deine Königin lauft.
Der Schwarm erobert alles. So, während das Ding das wohl hinkriegen wird. Noch ist es diesmal. Zwei weniger. Es kommen noch mehr. Verbreitet den Kriecher. Nee. Gewagt. Wo ist der nächste Punkt? Dort. Ah, okay, da sind Enemies. Vernichtet Kerrigan! Eure Königin wird angegriffen. Oh, der gibt jetzt aber Gas. Wir brauchen mehr Mineral. Wir craten das jetzt mal so schnell wie möglich ab. Was du heute kannst. Erstmal hier hin. Wir kennen keine Grenzen. Es ist Zeit. Ja. Deine Königin lauft. So, und schnell kriege ich auf den Weg setzen. Zwischen den Toten eingegraben. Ich will, dass du in der Nähe der Front bleibst, um dort weitere Kriechertumore zu erschaffen. Ich verstehe. Je mehr Tumore, desto schneller breitet sich Kriecher aus. Ja. Korrekt. Noch ein Kreuzer abgeschossen. Macht weiter. So, jetzt erweitern wir das hier. Erweckt noch mehr Terrornester. Bauen Drohnen weiter. Einen weiteren Gorgonenkreuzer an. Der Schwarm erobert alles. Moment mal, aber ich würde ja auch gerne. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Mengsk wird leiden. Dieser Planet gehört. Diese Zeug Biomasse mir holen. Wir kennen kein. Deine Königin lauscht. Aber, Cluster wird angegriffen. Wo? Nein, fickt euch. Da muss ich hier wohl wieder Stachelkrabbler aufstellen. Nein, greift die an. So. Erstmal weiter Zerklinge, die hier gerade schnell upgraden. Kann ich nicht, aber ich kein Wärstlingsnest hab. Na toll. Oh Gott, da muss ich aber schnell hin. So, jetzt einfach schnell durch. Ihr habt mich dazu gezwungen. Was ist es diesmal? Macht euren Frieden. Oh oh. Geht aber. So, gib Gas. Mein fucking Gott. Mengsk. Ungültiger Befehl. Was ist es diesmal? Ja. So, jetzt ist er aktiv. Woher war das knapp? Mein Gott. Wir haben noch einen erwischt. Warfield, überlass diesen Planeten mir. Niemals, Kerrigan. General Warfield hat einen weiteren Gorgonenkreuzer in den Kampf beordert, meine Königin. In diesem Graben sind viele Knochen. Zerg-Knochen. Auf ein paar mehr kommt es nicht an. Es ist Zeit. Wir brauchen mehr Overlords. Deine Königin lauscht.
Moment, wo ist denn der letzte Tumor? Verwendet? Ja. Was müsste jedoch weiter sein. Sprich. Hä? Moment. Eine zweite Brutstättenpunkt ist hier nirgends. Ich kann meinen Tumor nicht verbreiten. Wir verzehren alles. Scheiß drauf. Macht euren Fried. Was ist es diesmal? Ich werde Vergeltung finden. Unsere Streitkräfte sollten sich von den Kreuzern fernhalten. Nur unsere Terrornester können sie vernichten. Was du heute kannst besorgen? Oh oh. Wir passen uns an. Was du heute kannst. Was ist? Oh oh, der Tumor muss sich beeilen. Ich werde Vergeltung üben. Seine Königin lauscht. Gewahrt. Es ist Zeit. Sprich. Auch, hep. Damit das hier alles schön schnell geht. Der Gorgon, oh, der Kreuz ist schon da. Gleich erreicht. Wir brauchen noch ein Terrornest. Das müssen wir auf Kriecher. Ja, bap. So, jetzt. Und geschafft. Dafür werden sie bezahlen, Kerrigan. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf! Wir brauchen mehr Maschinengas. Lenksk wird leiden. Wir kennen keinen Strich. Ich werde vergessen. Die Schwammklasse wird angegriffen. Mehr Vespingas, hat er gesagt. So, die drei lasse ich jetzt mal hier zur Bewachung. Ich werde Vergeltung üben. Der Gogo-Kreuzer, das wieder auf dem Weg. Also Gogo-Gadget Gas geben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen? So. Deine Königin lauscht. Wir brauchen mehr Vespingas. Der ist aktiv. Schickt eine Einsatztruppe zu dem Terrornest, bevor die Zerg es aktivieren. Noch ein Kreuzer abgeschossen. Macht weiter so. Erweckt noch mehr Terrornester. Ich habe diesen Planeten im Namen der Terranischen Liga erobert. Ich werde ihn nicht verlieren. Oh, das glaube ich. Doch wirst du wohl. Das ist dein letzter Gorgonenkreuzer, oder? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Overlords. Gewahrt! Ja? So, wo sind die Königinnen da? Werden angegriffen.
müssen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Lynx wird leiden. Dieser Planet. Ach, Carrick muss hier was machen, hä? Was ist es diesmal? Es ist Zeit. Und geschafft. Da war doch noch so ein Fossil. Warum hat Kriegen das gerade nicht noch geholt? Zurückziehen! Wir haben die Kontrolle verloren! Kerrigan! Warfield hier! Ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Kommen Sie mit Ihrem gesamten Schwarm. Ich will nicht noch Nachzügler jagen müssen, wenn wir Ihre Hauptstreitmacht vernichtet haben. Wir sehen uns auf dem Plateau der Verwegenen, alter Mann. Hohoho. Und geschafft. Feuer am Himmel. Neue Gattung verfügbar. Bonus-Zielbelohnungen. Ja, ein von drei Machtpunkten jetzt gesehen. Irgendwie hab ich nicht so recht gewusst, wo die Fossile da waren. Ich musste auch mein Hauptziel verfolgen, diese Kreuzer da zu vernichten. Ende hatte ich das eine da ja noch gefunden, aber es hat sich mal aufgehoben. Naja, was soll's. Okay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.